Kurz vor Ende der letzten Aufnahme hat Deacon diese einstige Gedenkstätte für seine bis heute noch totgeglaubte Frau aufgesucht. Und er meinte selber, die geführten Monologe oder auch gedachten Gespräche, die er hier ja quasi vollzogen hatte in der Vergangenheit, haben ihn davon abgehalten, den Verstand zu verlieren in dieser grundsätzlich schon sehr trostlosen Welt nach dem Zusammenbruch der Zivilisation von vor 2 Jahren. Wir waren in Cascade beim letzten Mal. Hier unten in der Schlucht hatten wir O'Brien angetroffen, weil all das rührte daher, dass Deacon aufgrund von Eddie und Ricky einen Tagtraum sich hingab, in dem er über eine einstige gemeinsame Ausfahrt ja philosophierte oder nachdachte, die er noch zu besseren Zeiten mit Sarah gemeinsam unternahm. Und da ist ihm eingefallen, Sarah arbeitete, auch wenn nicht ganz klar war, für welche Art von Regierung, in einem Forschungslabor oder in einer Forschungseinrichtung und hatte eine Freigabe, von der gesprochen wurde. Diese Freigabe der Stufe 4 könnte, und es wurde dann auch kurze Zeit später von O'Brien bestätigt, habe sie davon oder davor bewahrt, in dem einstigen Lager, welches ursprünglich angesprochen worden war, bei dem vorletzten Treffen der beiden, dass sie dort ums Leben gekommen sein soll. Die Hoffnung ist wieder aufgeflammt in unserem Drifter, dass ja seine Frau vielleicht doch noch leben könnte. Und es fiel der Name Crater Lake, ein Gebiet südlich des Lost Lake Tals. Und da wird es höchstwahrscheinlich bei Zeiten hingehen. Obendrein meinte Boozer, dass Iron Mike nicht wirklich sonderlich gut drauf zu sprechen wäre, was wir getan haben. Oder ja, da hat gerade jemand rumgefloatet in der T-Pose. Darf auch nicht fehlen. Uhu. Ich denke mal, all das wird später nochmal relevant werden. Aber halt nicht jetzt. Ja, weil ich mir vorstelle, dass die Aktion in Iron Butte dann doch jetzt mal langsam an Iron Mike hervorgedrungen ist, dass Boozer und wir den Staudamm sprengten, um somit die Ripper zu ersaufen wie Ratten. So der Wortlaut von Deacon. Ich weiß auch gar nicht, was er hier bewacht. Ich wollte, bevor wir nämlich hier komplett runterfahren, wieder zum Lost Lake Camp, mit euch gemeinsam erstmal ausgiebig Hot Springs unter die Lupe nehmen, weil ich das damals nicht getan habe. Und das wollte ich einfach mal nachholen, weil ich nicht weiß, ob sich halt hier das ein oder andere Sammelobjekt noch verstecken könnte. Das könnte sein. Aber wer nicht nachschaut, der wird es nicht wissen. Bis jetzt muss ich auch sagen, Hot Springs ist, was die Grundfläche angeht, auch wenn hier nicht alles genutzt werden kann, das größte Camp, welches besichtigt werden konnte. Und die Leute, die hier leben und arbeiten, vor allem um zu überleben, können sich glücklich schätzen, dass, naja, die meisten
Wege, Zugangspunkte hier im Camp von außen nicht wirklich einfach zu überwinden sind. Vielleicht ist das auch einfach nur eine komplette Fläche, die einfach für nichts da ist, außer da zu sein. Das kann alles sein. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, das letzte Mal hier wirklich, oder überhaupt mal, selbst in der Vergangenheit, wo ich es offscreen gespielt hatte von vor 4, 5 Jahren, besichtigt zu haben. Pools of Siloam, Hot Springs. 1879. Die heißen Quellen. Meine, davon ist nicht mehr viel übrig. Aber wer weiß, vielleicht lässt sich ja hier wirklich das eine oder andere finden. Einerseits wäre ich enttäuscht, wenn nicht. Überraschen würde es mich auch irgendwo nicht. Aber teilweise Strom haben die Leute hier auch und das ist wichtig. Jetzt sind wir hier hinterm Bike Shop. Hier ist wahrscheinlich nochmal dasselbe Schild. Ja. Eigentlich ist das hier auch ein guter Ort, um eigentlich zu chillen. Wenn dieses Lager hier nicht derartig unter eiserner Hand von Ada Tucker geführt werden würde. Ich meine, ihr seht ja selber, es ist halt die größte Fläche. Immer mal wieder ein paar Wachposten, die hier abgestellt sind. Fallkraut, auch schon eine Pflanze, die wir mal hatten. Also ich glaube, ja, die Unterarme kannst du zwar noch waschen, aber ich glaube, dafür würde ich mir, ich weiß auch nicht, vielleicht das ein oder andere Kleidungsstück entledigen. Ich glaube, das kommt besser. Aber wer bin ich denn, das zu entscheiden? Mauerpfeffer, ah! Ein jenes Kraut, welches Deacon immer an den Gedenkstein von Sarah legte. Tatsächlich mal eine neue Pflanze für die Kräuterkunde. Wer hätte das gedacht? Da, Mauerpfeffer. Eine blühende Pflanze, die vor allem wegen ihres interessanten Aussehens gerne in Gärten angebaut wird. Die Blätter der meisten Arten sind essbar, einige können allerdings giftig sein. Mauerpfeffer wird auch zur Dachbegrünung verwendet und wird in verschiedensten Gräsern oft vorgezogen. Jetzt alleine nur von der Blütenart an sich hätte ich jetzt echt von weitem denken können, das hätte auch Vanille sein können, oder? Aber es hat sich in dem Punkt schon mal gelohnt, dass wir nämlich hier eine weitere Pflanze gefunden haben. Also war der Weg ja nach Hot Springs nicht umsonst. Das wäre crazy, wenn man jetzt noch hoch könnte. Aber das kann man nicht. Nein. Wo komme ich denn hier durch, ohne zu versinken? Ja. Sehr gut, dann kann ich mir den Weg ja schon mal schenken, wieder um den See herum zu latschen. Jo, das ist ein ordentlicher Berg, der hier Tag und Nacht brennt, von dem man ja mal gehört hatte.
Puh. Egal ob Ripper, egal ob Freaker, hier ist schon einiges gelandet in der Vergangenheit. Ich habe jetzt auch bewusst nicht erwähnt, dass es vielleicht sich hierbei auch um Leute handeln könnte, tja, die ihren Dienst nicht mehr aufnehmen konnten. Das wage ich jetzt an der Stelle mal nicht in Gänze ausschweifend zu erläutern. Und ich hoffe, ich liege auch mit dieser Vermutung nicht richtig. Was krass wäre, ist, wenn man hier noch irgendwo was finden würde, was vielleicht auf Lisa zurückzuführen ist. Schließlich hat sie ja hier mal, auch wenn es nur für kurze Zeit gewesen ist, gelebt. Mal, hier könnte ich sogar pennen. Ist das hier unser Quartier? Das wage ich eigentlich schon sehr stark anzuzweifeln, aber. Es wäre zumindest ein Indikator dafür. So, hier die ganzen Zelte für die Leute, die hier tagtäglich malochen. Aber viel mehr sehe ich jetzt hier auch nicht. Ja, also so wirklich viel mehr ist hier nicht. Außer der Tatsache, dass der Mauerpfeffer gefunden und geerntet werden konnte, versteckt sich hier nicht wirklich was. Es sei denn, ich habe wirklich in irgendeiner Ecke was übersehen, was ich nicht hoffe jetzt an der Stelle. Aber es kann ja sein. Es könnte ja sein. Ist hier noch irgendwas von Interesse? Nee, aber hier ist ja kein wieder, ne? Aha! Ja, guck mal an, hier ist ja doch noch was. Eine Zeichnung von ihm? Ist das so? Ein Porträt von Salome. Ui. Ein Satz Kohlezeichnungen von Alkai, gefunden im Hot Springs Camp. Ja, drei unterschiedliche Bilder. Leider kann man nur das allererste davon sehen. Hat sich also doch gelohnt. Schön, dich zu sehen. Hey, Alkai. Schau nur, was du hast. Hast du Vorräte, Waffen? Das ist eine gute Frage. Hier, so gut wie neu. Das kannst du draußen gebrauchen. Das stimmt. Brauchst du noch was? Mal guckt euch mal den Unterschied an. Schaden und Durchschlagskraft ist ja wirklich mal eine Ansage. Aber es macht auch das MG. Also einerseits die Punkte 23, 24, es sind immer noch gute 2.500 Punkte, die fehlen. Nee, Kai. Leider kannst du mir da nicht wirklich weiterhelfen. Bei Tucker ist noch kein weiterer Job verfügbar. Ich weiß gar nicht, habt ihr überhaupt noch hier irgendeinen Job? Gibt es hier im Gebiet noch irgendetwas?
Nö, Camp Job 8 von 8, also die hat tatsächlich keinen mehr. Nur Copeland hatte hier drüben, glaube ich, noch einen. Der hat noch einen offen. Ein Charaktersammelobjekt fehlt hier noch. Und der Rest liegt ja, im Tourismus. Was offenkundig noch nicht wirklich großflächig angegangen wurde. Ich weiß nicht. Mehr Sammelobjekte beispielsweise. Und ich würde auch da gerne rein, wenn ich dürfte. Aber vielleicht gibt es ja hier oben noch was bei den Ausgrabungen. Das ist jetzt aber auch der letzte Ort hier in Hot Springs, den ich mal mir ansehen würde. Und dann können wir auch wieder aufsatteln und verschwinden. Bin ich überhaupt richtig? Na, nee, eigentlich nicht, ne? Das war hier auch nicht die Ausgrabungsstätte. Oder aber checke ich hier gerade was nicht? Hier wird einfach nur die Wäsche gewaschen, wie es aussieht. Ja, nö. Ah, doch. Ah, doch, hier ist doch was. Anscheinend versucht man hier auch noch den Fluss irgendwie. Ja, wobei, ne, entweder staut man ihn bewusst, das, was hier noch im Becken sich befindet, oder aber man will hier was erschließen. Aber das kann ich nicht beurteilen. Aha. Wieso ist hier abgeschlossen? Verriegelt, ja, aber das heißt ja nicht, dass wir dann nicht reinkommen könnten. Über das Dach wahrscheinlich nicht, oder? What? Das hat sich ja so angehört, als würde darin wer schnarchen, oder sich etwas befinden, von dem ich nicht hoffe, dass da was drin ist, was ich nicht sehen will. Nicht aufzukriegen. Deacon, du hast ein Messer. In der Vergangenheit ging das auch. Komm schon, Junge. Shit, geht nicht auf. Wieso nicht? Da sind Gitterstäbe vor. Was ist der Nutzen davon? Warum ist hier etwas dicht? Ich komme ja auch nicht hoch, also. Ich kann ja hier drin auch keine Waffen benutzen. Also das macht mich gerade schon ein wenig schutzig. Fest verriegelt. Nee, also Deacon will auch ums Verrecken nicht das Messer nutzen, um das Ding vielleicht auch zu knacken. Ja, schade. Das macht die Räumlichkeiten aber deutlich interessanter. Warum nur diese eine Hütte? Weil hier komme ich anscheinend auch nicht rein ins große Haus. Attacker sitzt davor, die kann ruhig sitzen bleiben. Die nette Dame, in Anführungszeichen. Tja, warum? Warum
ist dieser eine? Warte mal, ist das Fenster offen? Warum ist dieses eine Haus abgeschlossen da hinten? Bleib ruhig sitzen. Also ich habe so das Gefühl, dass hier trotzdem irgend noch was ist. Weil dieser Bereich ist ja hier nicht grundlos. Nee. Also bleibt ja eigentlich nur dieses eine Fenster. Oder ich bin hier auf einer völlig falschen Fährte unterwegs. Was auch sein kann. Ich will das gar nicht abstreiten. Vielleicht ist es auch vollkommener Quatsch, was ich hier mache. Nur warum sollte dann dieser Bereich hier oben da sein, wenn er für nichts gedacht ist? Nee, also ich kann auch keine X-Taste oder also drücken kann ich sie. Aber es bringt mir nichts. Also er zieht sich da nicht hoch oder sonstiges. Es bleibt also dabei. Ja, schade. Dann wohl nein. Ja, wir werden sie alle töten, früher oder später. Also drei Freaker unterschiedlicher Natur haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen. Und das wird auch noch ein bisschen, denke ich mal, auf sich warten lassen. Aber der Weg hierher war nicht umsonst und das ist schon mal wichtig. Ja, dann geht's jetzt runter nach Iron Butte. Und dort fahren wir dann nach rechts. Aber eine Pflanze und auch ein Sammelobjekt wieder gefunden. Junge, was? Alter. Hallöchen, Leute. Sogar zwei Wölfe haben sie hier erlegt. Das sah eben gerade noch nach einem Exemplar aus. Ja, bis der uns gesehen hat. In der Zeit kann genüsslich noch der zweite Wolf ausgenommen werden. Hey Junge. Komm ran hier auf den Meter. Die Doppelkombo war fies. Ja. Ja, noch einer. Ja.
Ja gut, dann gab es im Final Standoff auch für jeden eine Klatsche. Ich krieg das hin. Funktioniert. Ja, muss funktionieren. Oh shit. Nee. Ein Kreischer habe ich jetzt weniger Bock. Das einzige Problem wird nur sein, dass wir komplett nochmal versuchen müssen, durch den Hero-Punkt zu fahren, der ja mittlerweile mal wieder unter Kontrolle der Ripper steht. Ja, da war schon wieder eine. Oh, okay, das hat funktioniert. Also gerade dieser Durchgang hier ist ja echt beschissen. Kann man ja wirklich gefühlt nur im Schleichtempo hinter sich bringen. Und hier in Iron Butte haben wir gefühlt ja noch gar nichts abgeschlossen. Ja, toll. Da scheint es kein Vorbeikommen zu geben. Einmal am abgestürzten Flugzeug vorbei, wo uns auf wirklich sehr eindrucksvolle Art und Weise der erste Brecher Mutant des Spiels vorgestellt wurde. Okay, ich bin gerade ein wenig scheiße gefahren, das gebe ich zu. Kurz einen Blick auf die Karte geworfen. Wir sind jetzt auf der Höhe von dem Verladungsdepot. Also wir werden gleich anhalten, aber mir sind hier noch ein paar zu viele Freaker unterwegs. Jetzt denke ich mal, haben wir hier einen ruhigen Moment für uns. Hoffe ich doch. Na. Na kommt, Leute, mit euch drei werde ich auch noch fertig. Genauso. Gut. Jetzt aber. Leute, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Days Gone.